Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch meinen neuen Controller zeigen. Wie ihr alle wisst, ich wechsle jetzt auf die PS4, weil Black Ops 3 auf der PS4 stattfinden wird. Also es wird die Hauptkonsole für das Game sein, wo die DLCs für rauskommen werden und das Ganze, was ich auch gut finde. Denn mir gefällt die PS4 sehr viel besser als die Xbox One. Damals was anders, da gefiel mir die Xbox 360 besser als die PS3. Aber mittlerweile gefällt mir die PS4 einfach so viel besser, dass ich die Xbox unten getan habe und nur noch mit PS4 spiele. Das ist wirklich so ziemlich, ziemlich krass. Aber ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, das Problem war immer halt einfach, dass ich immer auf Xbox gezockt habe und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Controller der PS4 klarzukommen oder PS3, weil ich halt immer auf Xbox gezockt habe. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, von so einer Seite namens Aim Controllers einen Scuff zu bekommen, der für mich designt wurde. Und ihr wisst ja alle, Badass ist mein Lieblings-englisches Wort. Also ich liebe das Wort irgendwie, das ist einfach grandios. Einfach extrem nice. Und ich habe denen gesagt, ja okay, ich möchte gerne Controller haben. Ich mache ein Video dazu. Einen eigenen Controller am besten, der quasi für mich designt ist. Und so ist, wie ich ihn möchte. Und das hier ist er. Also es ist quasi ein PlayStation 4 Scuff Controller. Ihr seht es hier hinten. Hat er diese zwei Button. Vielleicht kann man es hören. Ich liebe diesen Sound. Ich könnte den ganzen Tag hören. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Für euch auch? High five. 3, 2, 1. Auf jeden Fall wollte ich ihn in blau haben mit weißen Knöpfen. Und ja, es ist wirklich, wirklich gut gelungen. Also es ist wirklich hier alles weiß, irgendwie kein Tropfen daneben gegangen oder sowas, was ich ziemlich nice fand. Also ja, hier steht übrigens das Badass-Logo. Das habe ich so gemacht, dass Badass mit 3S am Ende ist und dass in der Mitte das S groß geschrieben ist. Und ja, ich bin extrem, extrem glücklich mit dem Controller. Ziemlich, ziemlich nice. Das einzige Problem, was ich damit habe, und zwar erstmal vorweg, ich habe damit jetzt ungefähr eine Woche gezockt. Ich habe eine Woche kein Video dazu gemacht und es lief alles perfekt. Nur, was ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber auf der PlayStation 3 kann man mit dem auch spielen. Das geht auch, das ist ziemlich, ziemlich nice. Weil vor allem jetzt ein CD-Zellos-Turnier stattfinden wird, also zwischen jedem Call of Duty-Team wird quasi ein Turnier stattfinden. Bei jedem, also jeder, fast jeder deutsche COD-YouTuber macht da mit, was ziemlich, ziemlich nice ist. Solltet ihr mein letztes Video anschauen. Aber, und genau deswegen bin ich ganz froh, dass ich den habe, weil ich jetzt quasi damit auch auftreten kann mit dem Controller, was ziemlich, ziemlich nice ist. Aber man muss ein Kabel angeschlossen haben, um auf der PS3 zu spielen. Keine Ahnung, wieso das so ist, aber anscheinend ist das so. Ja, hier hinten seht ihr, steht auch nicht, ist nicht genau gleich, da steht nämlich Sony und AIM steht da drauf. Also von AIM ist die, ist der Controller von dieser Firma. Und ja, ich will zwei Controller davon verlosen für euch, auch Scuffs. In Rot, ich zeige euch mal die Bilder jetzt hier. Das sind sie. Sind sie nicht eiswunderschön? Also mir persönlich gefällt das zweite mehr. Also diese Drachentarnung gefällt mir so ein bisschen mehr, muss ich sagen. Aber beide sind extrem, extrem geil. Nun, der eigentliche Grund, wieso ich Dane gefragt habe, ob sie mir Controller machen können, weil die Controller dort extrem billig sind. Also nicht billig von der Gestaltung her, weil ich habe sie jetzt eine Woche getestet und es läuft alles perfekt. Und es fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Das Ding ist, wenn man normalerweise einen Scuff kaufen will, kostet es irgendwie 130 Euro oder so, was ziemlich, ziemlich viel Geld ist. Und nicht jeder hat einfach das Geld, das kann ich auch vollkommen verstehen. Deswegen, bei ihnen ist es wesentlich billiger. Ihr könnt ja gerne auf die Seite gehen und euch die Preise dort anschauen. Und nochmal zu der Verlosung. Und zwar das Einzige, was ihr machen müsst, ich habe euch deren Facebook-Seite unten verlinkt. Die solltet ihr liken, die sollt ihr liken, um da mitzumachen. Also dann macht ihr mit. Und dann wird er einen Post veröffentlichen. Also bleibt da auf einem Laufenden und schaut euch den Post an. Und dann tut ihr einfach da, was da steht. Und dann könnt ihr quasi zwei Controller gewinnen. Das ist ziemlich gut, weil viele denken nicht, dass sie gewinnen. Wenn ich zum Beispiel an einem Gewinnspiel teilnehme, ich denke immer, ich werde verlieren. Ich werde 100%ig verlieren, weil so viele Leute machen einfach mit. Aber damals in meiner Anfangs-YouTube-Zeit, ich weiß noch, als ich irgendwie 4000 epische Zuschauer hatte, da habe ich auch an einem Turnier gewonnen, wo über 20.000, 30.000 Leute mitgemacht haben und habe irgendwie 2.000 epische Zuschauer gewonnen oder sowas, was ziemlich, ziemlich nice war. Ich bin von der Schule gekommen und ich habe gewonnen. Also, man gewinnt immer irgendwann. Jeder hat mal Glück und ja, wenn nicht, diese Controller sind auf jeden Fall wesentlich billiger. Aber ihr solltet auf jeden Fall dann teilnehmen. Einfach auf die Facebook-Seite gehen und liken, das ist das Mindeste. Und ja, an dem Gewinnspiel teilnehmen und ich hoffe, ihr gewinnt. Und bekommt dann auch so einen epischen Controller. Also ich liebe den Controller extrem. Das Einzige, was ich an der PS4 zum Beispiel nicht mag, aber das ist nicht die Schuld des Controllers, dass man mit R1 und L1 schießt. Ich finde es viel besser, wenn man mit R2 und L1 schießen, L2 schießen würde. Das wäre viel, viel besser wie auf der Xbox.
Aber ich schätze mal, das ist einfach nur Gewöhnungssache. Und manchmal habe ich irgendwie die Macke, wenn ich den Knopf hier drücke, dann lasse ich vom Schussknopf los. Das ist nicht irgendwie, weil es ungemütlich wird, sondern einfach, das ist so ein Reflex bei mir, weil ich nie einen Scuff genutzt habe. Das geht irgendwann weg. Aber ja, man muss sich wirklich an dieses Teil gewöhnen. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist man wesentlich besser mit diesem Teil. Also das ist schon wirklich episch. Wie auch immer, momentan muss ich mich auf das Call of Duty Chalos Turnier vorbereiten. Ich spiele auf der PlayStation 3, da werde ich auch noch einige Gameplays mit meinem neuen Laptop aufnehmen und euch die zeigen. Und ja, es ist eine große Umgewöhnungssache. Es wird schwer für mich, weil ich immer Xboxler war. Und der PS4-Controller ist etwas Neues für mich, beziehungsweise PS3. Aber ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, unser Team wird gewinnen. Aber na gut, Links in der Beschreibung verlinkt. Viel Spaß am Teilnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass. Ihr seid und liked dieses Video schon auf meinen Kanal, wobei mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt, um unseren Job zu stützen. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, Schopp! Was macht ihr denn hier? Ich wollte mein neuen Laptop an.